guter Fisch, Jungs, guter Fisch. Steht schön in der Tiefe unten. Kleiner Stinger. Aber auch die machen Heidenspaß. Kraft haben sie auf jeden Fall. Immer aufpassen im Schlauchboot. Und wenn er drin hängt, geht euch die Luft aus. So. Das ist schon mal weg. So, jetzt schaut mal. Ein kleines Flussmonster. Aber guckt mal, wie perfekt der Haken vorne drin sitzt. Die Haarmontage absolut perfekt gearbeitet, ohne den Fisch zu verletzen. Hängt schön vorne im vorderen Maulbereich. Schön ausdrücken kann, wenn man eine Zange braucht. Ist schon frei. Hat mich schön besudelt nochmal. Die guten Klamotten. Na dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und in dem Video zeige ich euch im Detail, wie ihr diese fängige Montage, egal ob mit dem Frontzonblei vorneweg oder einer U-Pose, problemlos nachbauen könnt. Viel Spaß! Hallihallo, ich begrüße euch zu Hause am Rhein. Die Sonne hat Kraft, der Frühling steht in den Stadtlöchern. Und im letzten Video habe ich euch ja versprochen, euch mal im Detail meine Erfolgsmontage, die Haarmontage mit exakter Bauanleitung, Bindeanleitung vorzustellen. Meine Vorfachtasche ist so gut wie leer. Das neue Wallerjahr steht in den Stadtlöchern und es wird jetzt definitiv Zeit, sich neue, fängige, sicher hakende Vorfächer zu bauen. Bis am Morgen jetzt, bin mal gespannt. Ganz gut reingeballert der Fisch. Wird nicht der größte sein, aber Fisch ist Fisch. Hier seht ihr Haarmontage
perfekt gegriffen. Kleiner Haken hängt hier oben im Oberkiefer. Der große hier unten. Zack. Super Sache. Petri Ritz. Toller Fisch. So muss das aussehen. Schön eingeschleimt am frühen Morgen. Weiter geht's. Auf geht's. Die sogenannte Haarmontage, bestehend aus zwei Einzelhaken, setze ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre erfolgreich ein. Ich konnte mit diesem System unheimlich viele Fische fangen, viele Fische der 100-Kilo-Klasse, aber auch viele kleine Fische. Und das zeigt ganz deutlich, dass dieses System perfekte, nahezu 100-prozentige Hakeigenschaften hat. Egal, ob ihr im Frühjahr angelt, im Sommer, im Herbst oder im Winter, egal, ob ihr am Fluss unterwegs seid oder an einem See in stehenden Wasserbereichen. Mit der richtigen Montage sind gewaltige Fänge möglich. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Für mich zählt die Haarmontage zu den sichersten Systemen, egal ob ihr mit einem lebenden Köderfisch oder mit einem toten Köderfisch unterwegs seid, um euren Köder möglichst naturgetreu und ohne viel Schnickschnack perfekt zu präsentieren. Also Jungs und Mädels, ab mit euch in den Keller, holt eure Angelkiste hoch und lasst uns zusammen Schritt für Schritt euer Erfolgsvorfach bauen. Wenn ihr nicht genau die Sachen, die ich euch jetzt vorstelle zum Bau der Haarmontage in eurer Angelkiste findet, probiert ähnliche Produkte zu benutzen. Im Notfall habt ihr Zeit und könnt bei eurem Händler des Vertrauens diese Produkte kaufen. Denn diese Artikel bilden in Kombination die perfekte Haarmontage und harmonieren in Verbindung superfängig zusammen. Ihr benötigt zum Bau der perfekten Haarmontage eigentlich gar nicht viel. Insgesamt sind es nur 6 Produkte. Ganz wichtig, monophiles Vorfach der Stärke 1,2 mm. Geflochtenes Wallervorfach der Stärke 1 mm. Als Fanghaken den Plaquette Mega Hook in der Größe 8-0. Als Halterhaken für euren Köder den Plaquette Cat Hooker in der Größe 1-0. Und 2 Schläuche, einmal in der Größe 3x6 mm und einmal in der Größe 2x4 mm. Im ersten Arbeitsschritt nehmt ihr euer geflochtenes Vorfach und schneidet euch das Vorfach in einer Länge von 25 cm ab. Ans Ende des Geflechts kommt ein kleiner Sicherungsknoten. Jetzt nehmt ihr euren kleinen Halterhaken, den Cat Hooker, und geht mit dem Ende des Vorfachs von hinten nach vorne zur Hakenspitze durch, legt im hinteren Bereich das Vorfach hinten am Hakenschenkel an und wickelt 5-mal zurück. Schön eng nebeneinander wickeln und zieht das Ende des Vorfachs wieder von hinten nach vorne zur Hakenspitze durch. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig gebunden ist. Jetzt kommt der dünne Schlauch zum Einsatz, der dünne Rig Protector Tube. Hier schneidet ihr euch eine Schlauchlänge von 5 cm ab.
Dieses Stück Schlauch schiebt ihr jetzt auf euer Vorfach, auf euer Geflecht von hinten drauf. Passt perfekt ineinander rein. Feuchtet jetzt die Wicklung der Geflochtenen etwas an und schiebt den Schlauch über das Hakenöhr und die Wicklung drüber. Es passt perfekt aufeinander. Das ist auch wichtig so. Je dünner und feiner die Komponenten aufeinander abgestimmt sind, desto besser ist es auch später bei der Präsentation eures Köders. So sieht das Ganze jetzt aus. Bis zum Ende der Wicklung drüber schieben. Jetzt legt ihr den Halterhaken, wo bereits das Gummi drüber gestülpt ist, auf ein Maßband. Der Hakenbogen oben sollte bei 12 cm liegen. Geht mit der Geflochtenen nach unten bis auf den Nullpunkt. Merkt euch diesen Bereich und bindet eine Schlaufe ans Ende des Geflechts. So sieht das Ganze jetzt aus. Und schneide das überstehende Ende ab. Jetzt wird diese Schlaufe des kleinen Halterhakens mit eurem Fanghaken verbunden. Der Mega-Hook wird hier von mir verwendet durch die abstehende Spitze. Die Spitze ragt so leicht am Hakenschenkel vorbei und durch das große, in sich geschlossene Öhr. Ich gehe jetzt mit der Schlaufe von hinten nach vorne durch das Öhr durch. Öffne die Schlaufe. Und fädle den kleinen Halterhaken hindurch. Und schließe die Schlaufe. Der kleine Halterhaken ist perfekt mit dem großen Fanghaken verbunden. Und ihr könnt jetzt schon sehr gut erkennen, dass der Schlauch unten exakt mit der Biegung des Hakens übereinstimmt. Jetzt kommt schon unsere Mono zum Einsatz. Ich binde mir in der Regel 2 bis 2,5 Meter lange Vorfächer, egal ob ich Freestyle angle, also ein Blei auf die Haarmontage setze und irgendwo abspanne, oder ob ich mit einer U-Posen-Montage angle. Ich ziehe mir jetzt gute 2 Meter mal runter. Und schneide das Ende meiner Mono spitz an. Mit dem anderen Ende der Mono, mit dem stumpfen Ende, gehe ich jetzt von vorne nach hinten durch das Hakenöhr meines Mega-Hooks durch und ziehe mir das fast runter bis zum Gummischlauch. Fixiere das Ganze mit Zeigefinger und dem Daumen der linken Hand und wickle jetzt unter Druck 6-mal zurück. Achte darauf, dass die Wicklungen schön eng nebeneinander liegen. Jetzt hole ich mir das Ende, was ich zuvor
spitz angeschnitten habe und schiebe dieses Ende von hinten nach vorne zur Hakenspitze durch das Hakenöhr des großen Hakens. Geht ganz problemlos durch, wenn ihr hier das richtige Hakenmodell verwendet. Deswegen ist es mir auch wichtig, bei meinen Fanghaken wie dem Megahook ein großes, komplett in sich geschlossenes Öhr in einem relativ großen Durchmesser zu verwenden. Lege jetzt die Mono schön eng an, straffe sie und schon habe ich eine sichere Verbindung zwischen dem Halterhaken auf der geflochtenen und dem Fanghaken an der monofilen Angelschnur geschaffen. Die Mono kürze ich jetzt noch ein Stück und biege mir das abstehende Ende etwas nach oben. Das abstehende Ende wird jetzt noch mal mit einem Feuerzeug erhitzt, dass sich ein Wulst bildet. Passt jetzt auf, dass ihr dabei nicht eure Geflechtschnur anbrennt. Schmelzt die Mono ein Stück zurück. Jetzt könnt ihr gut erkennen, wie sich hier dieser Wulst gebildet hat. Das verhindert ein Aufgehen des Knotens, der Wicklung. Um den ganzen Knoten hier, die ganze Verbindung jetzt noch optimal zu schützen und einen perfekten Drehmechanismus des Hakens im Wallermaul zu erzeugen, kommt jetzt unser dickerer Schlauch zum Einsatz. Von dem 3x6 mm starken Rig Protector Tube schneidet ihr euch jetzt eine Schlauchlänge von exakt 3 cm runter. Und fädelt diese auf euer monofiles Vorfach von hinten auf bis zum Haken runter. Feuchtet jetzt eure Wicklung etwas an und schiebt den Schlauch unter Spannung des Vorfachs mit der rechten Hand. Ich wickel mir das dann immer so ein bisschen um die Finger rum. Über die Wicklung. Und zwar so weit, bis das Öhr oben fast wieder zum Vorschein kommt. Ich lasse also keinen Schlauch überstehen übers Öhr, nach oben hinaus, sondern schließe mit dem Ende des Schlauchs direkt am Hakenöhr ab. Das ist ganz wichtig, damit der Haken später die perfekte Drehfreudigkeit hat und perfekt im Wallermaul greifen kann. Manche Welsangler wählen ihren Schlauch zu lang und denken, dass sie dadurch alles noch ein bisschen mehr versteifen können. Das erreichen sie damit auch, aber der Haken verliert seine Drehfreudigkeit und kann nicht mehr optimal im Wallermaul greifen. Also achtet darauf, wenn ihr mit Schläuchen arbeitet, dass immer der Schlauch nur bis zum Hakenöhr knapp darüber sitzt und benutzt keine Hooktubes, die weiter über das Hakenöhr aufs Vorfach hinausreichen. Denn somit verliert ihr definitiv den perfekten Hakeffekt. Ja, die Haarmontage ist jetzt in ihren Grundzügen perfekt fertiggestellt. Ihr könnt jetzt zu Hause nochmal nachkontrollieren, ob ihr die Abstände perfekt eingehalten habt. Ich halte euch jetzt nochmal aufs Maßband drauf. Ich lege am Ende des Gummis und zeitgleich des Hakenöhrs vom Fanghaken am Maßband an. Und wir haben eine exakte Länge des Systems von 12 cm angefangen, hier vom Hakenöhr des Fanghakens bis zur Hakenbiegung hier im unteren Bereich des Halterhakens. Euer Vorfach ist jetzt perfekt fertiggestellt, die Komponenten super aufeinander abgestimmt. Alles ist möglichst eng und haltbar verbunden, nichts hat Spiel und genauso muss es sein. Jetzt habt ihr natürlich die Qual der Wahl, wie ihr eure Haarmontage am liebsten einsetzen möchtet. Entweder in Verbindung mit einer U-Pose für eine
grundnahe Präsentation in Verbindung mit einem Blei, mit einem Grundblei oder mit einem Stein, mit der Steinmontage. Oder zum Abspannen, Bojenangeln oder herkömmlichen Schwimmerangeln mit einem Frontzonblei auf eurem Vorfach. Die Montage von beiden Variationen ist gleich. Ihr schneidet euch jetzt 0,5 cm des Rigtubes in einer Stärke von 3x6 mm runter. Diese Gummis braucht ihr, um eure U-Pose oder aber auch euer Frontzonblei auf dem Vorfach zu stoppen. Also ihr seht schon, ihr könnt diese Tubes für viele Zwecke bei dem System einsetzen. Und so eine Packung Tube reicht euch wirklich für einige Montagen. Die Fixierung des Bleis oder auch der U-Pose ist ganz einfach. Ihr schiebt euch jetzt ein Stück von diesem Tube auf die Mono, geht mit der Mono im rückwärtigen Wege wieder durch, feuchtet das Ganze etwas an. Schneller Zug, der Gummi überschlägt, ohne dabei die Schnur zu knicken oder zu beschädigen. Jetzt schiebt dann an den Bereich, wo ihr später euer Blei oder eure U-Pose haben möchtet. Ich rate immer dazu, diesen Fingertrick hier zu machen. Ich lege es euch einmal aufs Maßband. Das ist eine Entfernung von 20 cm zum Fanghaken, wo der Tube dann als Fixierung sitzen bleibt. Jetzt fädelt er von hinten eure U-Pose auf oder aber euer Blei, je nachdem wie ihr angeln möchtet. Schiebt die U-Pose bis zu dem Punkt, wo der erste Gummi auf dem Vorfach sitzt und nehmt das zweite Stück Gummi, was ihr euch noch abgeschnitten habt, fädelt es von oben auf. Schiebt die Mono in entgegengesetzter Richtung wieder durch. Anfeuchten. Schneller Zug. Und bis oben an die U-Pose, um diese perfekt auf eurem Vorfach zu fixieren. U-Pose bewegt sich keinen Millimeter mehr. Und ihr habt einen perfekten Schnurstopper auf dieser 1,2 mm starken Mono, ohne diese beschädigt zu haben. Das gleiche funktioniert mit dem Blei natürlich genauso gut. Durchfädeln, den Gummi nehmen, Mono im rückwärtigen Weg durch, anfeuchten, schneller Zug und bis runter zum Blei schieben. So ist das Blei perfekt über eurer Haarmontage fixiert. Also ihr habt gesehen, dass ihr mit wenig Ausrüstungsgegenständen, aber dafür den richtigen und optimal aufeinander abgestimmten Produkten zur perfekten Haarmontage kommt. Entweder in Verbindung mit einem Blei, für alle die, die gerne Bojen angeln, abspannen, die Freestyle-Montage nutzen möchten oder mit einer herkömmlichen Schwimmermontage angeln möchten oder für diejenigen, die mit der U-Posen-Montage dem Waller grundnah nachstellen möchten. Das System bleibt immer gleich und hier oben in dem Bereich seid ihr ganz variabel und könnt entscheiden, ob ihr ein Blei einsetzt oder anstelle des Bleis eine U-Pose für eine grundnahe Köderpräsentation auf eurem Vorfach fixieren möchtet. Eure Montage ist perfekt jetzt auf eure Angelsituation abgestimmt. Im letzten Schritt zeige ich euch jetzt noch, wie ihr eure Köder an der Haarmontage optimal fixiert. Ihr könnt an der Haarmontage alle möglichen Ködervariationen anbieten. Ihr könnt hier Tauwürmer draufhängen, ihr könnt hier Tintenfische draufhängen. Ich nutze die Haarmontage sehr gerne in Verbindung mit einem Köderfisch. Ich habe euch hier ein schönes Rotauge zur Montage mitgebracht. Wenn ihr die Haarmontage in einem stehenden Gewässer einsetzt, mit einem Blei, beispielsweise an einer Schwimmermontage oder an einer Boje, gehe ich mit dem Haltehaken, mit dem kleinen Haken, hinten durch den Rückenbereich des Köderfischs, etwa in dem Bereich mittig der Rückenflosse.
Wenn ihr jetzt einen toten Köderfisch einsetzt, könnt ihr schon erkennen, dass dieser sehr naturgetreu unter Wasser präsentiert wird. Wenn ihr einen lebenden Köderfisch im Wasser mit der Haarmontage einsetzt, wird dieser in stehenden Bereichen immer probieren, mit dem Kopf zum Grund runter zu schwimmen. Und es ist unmöglich, dass der Köderfisch euer System verwickelt. Wenn ihr in strömenden Bereichen die Haarmontage in Verbindung mit einem Blei an einer Freestyle-Montage einsetzen möchtet, fixiere ich den kleinen Halterhaken im vorderen Bereich, gehe durch den Unterkiefer und den Oberkiefer hindurch. Diese Montage kommt zum Einsatz von toten wie auch lebenden Köderfischen, denn so kann sich der Fisch perfekt in der Strömung hinter das Blei stellen und seine Bahn ziehen. Möchtet ihr euren Köder an der U-Posen-Montage präsentieren und habt strömende Verhältnisse, angelt also an einem Fluss, wird der kleine Haken, der Halterhaken, wieder durch Unter- und Oberkiefer hindurchgesteckt, dass der Köder geradlinig hinter der U-Pose steht. Diese Köderpräsentation an der Haarmontage kommt bei mir zum Einsatz bei der Verwendung von toten Köderfischen als auch bei der Verwendung von lebenden Köderfischen in strömenden Bereichen. Möchtet ihr mit der Haarmontage in stehendem Wasser angeln und trotzdem eine U-Pose einsetzen, ist es wichtig, dass ihr den kleinen Haken, den Halterhaken, im hinteren Drittel eures Köders fixiert. Wenn ihr einen toten Köderfisch benutzt, wird die U-Pose jetzt auftreiben. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr möglichst viel Auftrieb habt, um das Ködergewicht anzuheben vom Grund. Bei der Verwendung von lebenden Köderfischen wird der Köderfisch jetzt bei dieser Hakenpräsentation, bei dieser Anköderungsform des Köders immer von der U-Pose wegstreben, von der U-Pose wegschwimmen. Der Fanghaken bleibt hinten immer frei, der kleine Haken sitzt im Fisch und ihr erlangt auch hier eine perfekte Präsentation eures Köderfischs in stehenden Wasserbereichen. Haarmontage sitzt perfekt im Maulwinkel. Petri! Petri, Dank. Wieder den richtigen Riecher hast du gehabt, Stefan. Wieder perfekt gegriffen. Haarmontage. Jetzt zeig mal den Fisch. Geiler Fisch. Die Haarmontage hat es gerichtet. Der perfekte Hakenabstand führt auch zum perfekten Hakeffekt im Wallermaul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitbauen von eurer perfekten Haarmontage für alle Situationen. Ich habe jetzt einen ganz trockenen Mund vom Reden, werde mir jetzt noch ein leckeres Weihfood reinballern. Dann werde ich mir noch ein paar Haarmontagen vorbereiten, dass ich genug in Reserve habe. Die Wallersaison 2021 steht ja erst in den Startlöchern und jetzt geht es wieder raus ans Wasser. Wels fangen, ab geht's!